Freunde, auf geht's einmal um Berlin. Wir wollen uns mal die Grenzanlagen angucken, ob die noch in Ordnung sind, und werden euch dementsprechend auch Videomaterial bringen. Viel Spaß, Wetter top, wunderbar. Ciao. So, Freunde, jetzt erwische ich doch hier ein Kamerateam von, wie heißt hier, Hauptstadt TV, ja? Von Hauptstadt TV auf der Gieliger Brücke. Ja, die machen irgendeinen Werbespot für die CDU angeblich, wollen sich aber selber nicht filmen lassen, tragen aber ein großes Presseschild. Eigentlich alles nur noch lächerlich, oder? Ich, der einzige harte Pressemann, ja, der zeigt sein Gesicht. So, mein Freund, die wissen nicht mal, was sie filmen. Alles klar, war schön mit dem Presseteam hier. Ich verlasse jetzt die DDR und springe jetzt über die Grenze. Marki hat es wieder nicht ausgehalten, der ist gleich rübergefahren, weil er Angst hätte. Hopp. Jetzt bin ich in Westdeutschland. Ah, bin ich beruhigt. So, die CDU dreht noch ihren Werbefilm hier auf der Grenze. Sehr schön gemacht. Ich sollte ein Stück weggehen, aber ich habe ihnen erklärt, dass das hier ein Touristenpunkt ist, oder? Alles klar, Freunde. Freunde, kaum bin ich über die Gieliger Brücke in Richtung West-Berlin gefahren, kann man schon den Berliner Fernsehturm sehen. Seht ihr den? Ja, ja. Na, weil ich flink bin. Oh, Freunde, ich sehe zwar nicht. Ganz wichtig in Berlin. Carina-Test. Carina-Test ist. Ach so, so, pass auf. Corina-Test braucht ihr immer, wenn ihr ein Hotel seid oder mit der Straßenbahn fahren wollt oder sonst was. Das ist jetzt mein zweiter unangenehmer Carina-Test. Aber ich hoffe, es klappt. So, Freunde, jetzt in Wannsee im Corona-Testzentrum. Geile Sache. Bohren sie euch offiziell in die Nase. Ja. Geile Sache.
Wetter sieht auf immer scheiße aus. Na, mal sehen. Du, Freunde, angekommen in Kladow und der Marc hat hier irgendwas verkehrt gemacht mit dem Wetterbestellen. Er sagte mir, hier ist Sonnenschein, hier ist der goldene Westen, hier scheint die Sonne, aber es scheint nicht so. Aber wir halten durch. So, selbst Berlin hat einen wunderbaren Waldweg hier in der Nähe von Berlin-Spandau. Fährt sich wunderbar im Dunkeln, frische Luft, Regen, Wald. Ja, Freunde, ein alter Grenzer, der weiß ja Bescheid, wo die Grenzposten stehen. Und hier habe ich wirklich noch einen gefunden, einen ganz alten, getarnten Grenzposten. Guckt euch das an. Also entweder ist der von der NVA von der Grenzposten oder der war von der Indianer. Kann das sein? So, Freunde, verbessert mich, wenn ich hier was Falsches sage. Ich denke, wir sind hier Berlin-Spandau, Großklinike oder so. Also hier steht noch ein Stück Mauer, original wahrscheinlich, weil hier ist nämlich noch ein anderer Zaun und das steht hier alles als Denkmal. Ja, schön, das mal zu sehen. 3 Meter hoch, ja, schätze ich mal. Also ich, Fettklops, wäre da nicht drüber gekommen. Erklär mir mal nochmal das Grenzstück hier. Ja, das ist quasi Kliniker See. Das ist das einzige kleine Stück, was sie hier noch erhalten haben. Also nur diesen Zipfel. Ansonsten gibt es, ist das jetzt quasi hier, wo du jetzt stehst, die Ostseite gewesen. Und das andere ist die Westseite. Das ist das sogenannte Niemandsland gewesen. Und wir haben gerade diskutiert. Der Osten, da war doch nicht gleich die Mauer vor, nee. Der hat doch selber noch was vorher. Der Osten ist ja hier. Genau. Und der Westen ist da. Genau. Wo war jetzt die Grenze da drüben, theoretisch? Nee, die Grenze verlief quasi direkt im Niemandsland. Und davor wurde hier war die... Hier war nichts weiter vor, theoretisch? Doch, bisher bist du gar nicht gekommen. Das meine ich. Vorher schon quasi war ein Maschendrahtzaun. Wenn du über den drüber bist. Das fehlt jetzt hier praktisch. Genau, das fehlt jetzt hier, weil es ja alles öffentlich ist. Hier war eine Mauer sozusagen. So die Mauer, wie sie hier war, oben noch mit Stacheldraht drauf. Und dann war quasi das Niemandsland dahinter, teilweise auch Todesstreifen genannt, mit nochmal so Alarm und Beleuchtung. Also wir fahren den Mauerweg jetzt ab im Prinzip, wir wollen aus Spaß mal gucken, was wir sehen. Meinst du, sehen wir doch einige Ecken so noch ein bisschen, ja, ne? Genau. Freunde, es regnet in Berlin-Glienicke. Warum? Egal, guckt Marki an, er hat eine Gummihose mit. Er hat zu mir gesagt, er kann damit pullern während der Fahrt und es kriegt keiner mit. Ist das nicht geil? Ich fahre vor ihm, ja, besser ist es. Dein Ständer ist auch gut. Ja, komm mal, das wird viel lösen. Wie bitte? Bist du dran vorbeigefahren? Da war ein Plan, wie das hier aussah. Denkt er. Aha. Dann bist du halt die schönen Schilder. Los, weiter. So, Freunde, der große Regen ist vorbei. Marki, seine Bremsen quietschen. Ich weiß nicht warum. Der nennt sich nur Fahrradmonteur. Ja? Fahrradmonteur, die Bremsen quietschen. So, Freunde, ganz geil hier in Glienicke. Eimerfreie Luft, ist noch alles nass. Hat sehr schwer geregnet, aber geil. Ich habe Hose an, Marki hat auch so eine Gummihose an. Alles gut. Ein bisschen Regen müssen wir nur abkönnen, oder? Dann werden wir Weicheier, das wollen wir ja nicht, oder? Dafür fahren wir Elektrofahrrad, oder? Das kann auch nicht jeder. Freunde, ich bin jetzt hier in Glienicke, Spandau die Ecke irgendwo auf dem Grenzweg, Mauerweg.
wie gesagt, bis jetzt habe ich es natürlich bereut, obwohl ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte, weil ich überlegt habe, ob wir abbrechen, weil sie ja 80-90% Regen gesagt hat. Aber wir kriegen das hin. Gut, Freunde, bis nachher. Ja, Freunde, damit ihr es mal seht, wir hatten noch Sonne, ja. Wir haben auch Sonne. Ich weiß zwar nicht, wo wir jetzt sind hier. Gartenbauverein Starken. Keine Ahnung. Wo irgendwie fahren wir eine große Brücke. Gucken. Naja. Schon interessant. Das Wetter wechselt hier alle paar Minuten. Aber nicht so schlimm. Wir sind jetzt ungefähr 10 Kilometer vor Henningsdorf. Also ich schätze mal, es ist nordwestlich von Berlin. Jo, mal sehen. Marki haut rein. Ja, Marki hat doch Schokoladenriegel, das finde ich unfair, ja. Weil ich habe gesagt, ich brauche Steak oder was. Nein, bietet mir nur einen Schokoladenriegel an, ja. Also das kann es nicht sein, ja. Bis jetzt, wie gesagt, ein bisschen Regen. Ja, war auch mal stark, aber die Luft ist ja akkurat hier und noch macht's Spaß. Jo. Und jetzt bin ich hier im Yachthaus am See, vielleicht kann man das so sehen. Am See und genieße meinen Kaffee. Der Marki ist schon 20 Minuten auf Toilette. Ich frage mich, was der da macht. Ich denke mal, der hat verkehrten Schokoladenriegel zugegeben. Oder der war schon etwas, naja, ihr wisst, was ich meine, ja. Hatte selber Schuld, muss jetzt schon 20 Minuten kacken, nicht gut. Im Krankenhaus oder so. Marki, mach mal ein schönes Gesicht, ich filme dich gerade. Ja, Marki hat bloß einen Keks gekriegt, der ist ein bisschen sauer. Na gut. Aber Sonne scheint, ihr seht ihr das mal, ja? Sonne scheint. Uns geht's gut, Knut. So, Freunde, guckt euch an. Sieht doch nicht satt und glücklich aus. Voll gefressen, satt und glücklich. Hier ist nochmal meine Villa. Da zählt es nicht rum hier. Ich habe Wochenende. So, jetzt bin ich hier, wo bin ich immer? Bei Henningsdorf, ja? Henningsdorf, der Ortsteil Niederneuendorf. Ach so, hier ist er doch. Mensch, grüß dich, wer bist denn du? Ich bin der Werner. Werner, und du bist? Am Grenz zum Niederneuendorf. Du bist zusammen mit dem? Frank. Frank, und ihr? Das bin ich. Ihr erzählt mir ein paar Sachen. Hier war also die Grenze, sag ich mal. Das ist noch ein Grenzturm der DDR-Grenze, richtig? Fangen wir mal an. Dieser Grenzturm ist noch ein sehr junger. Der ist 1987 erst gebaut. Also einer der letzten, ja. Einer der letzten Grenztürme. Das war ein Führungsturm. Der hatte die Aufsicht über weitere 18 Türme für ein Gebiet von 10 Kilometern. Dieser Richtung 5 Kilometer bis Schönwalde. Dieser Richtung 5 Kilometer bis Stolpe Süd. Mhm. Und für dieses Gebiet von 10 Kilometern waren 1200 Grenzsoldaten abgestellt. So viele Leute. So viele Leute. Rund um eine Uhr praktisch, ja. Das war das Regiment 38, die nannten sich ganz stolz Regiment Clara Zetkin. So, wenn man an dieser Stelle rüber guckt, auf den See, ja. Auf der gegenüberliegenden Seite ist West-Berlin. Also muss ich über den See springen, schwimmen, wenn ich nach West-Berlin abhauen wollte. Wenn man nach West-Berlin will. Mitten durch die Grenze, durch den See, war die Grenze zwischen Ost und West gekennzeichnet durch eine Bojenleine. Hm. Ja. Jetzt war es ja so, die konnten ja im Wasser keine Mauer bauen. Ja. Deswegen hat man die hier hingesetzt, da wo diese Steinplatten liegen. Hm. Exakt da war die 4 Meter hohe Mauer. Da war noch ein Stahlrohr drüber. Also war die Mauer insgesamt 4,35 Meter hoch. Nun konnte man ja, wenn hier so eine hohe Mauer steht,
kann man ja den Grenzverlauf gar nicht überwachen, weil die eigentliche Grenze auf dem See war. Mhm. Und deswegen war da hinten in der Ecke, wo man diese kleinen Boote liegen sieht, mhm, da war die Bootskompanie der DDR. Auch nochmal. Die haben den Grenzverlauf vom Wasser aus überwacht. Mhm. Das war erstmal das so in Kürze, was hier wichtig war für das Geschehen. Da bedanke ich mich. Also dieser Turm hat übers Wasser geguckt, der Westberlin, hat dort die Westberliner Frauen nackt baden, wenn man, beobachtet. Wenn man jetzt auf den Grenzturm hochgeht und schaut sich das Original Fernglas an und schaut da mal durch, dann war das sehr wohl möglich. So Freunde, ich denke mal hier auf dem Wachturm, Grenzwachturm, ja, guckt euch das an, das Fernglas. Ich denke, da konnten so einige Westberliner nackte Damen beim Baden beobachtet werden. Guck ich doch jedenfalls. Klappe halten, abwarten. Brücke der deutsch-sowjetischen Freundschaft in Henningsdorf. Stahlwerk Henningsdorf, kennt ihr doch alle, oder? Niederneuendorf haben wir jetzt. So Freunde, jetzt ist Sonnenschein. Ach so Freunde, noch was. Ich habe eben meine 2005 Kilometer überfahren mit dem Fahrrad. Ist das nicht geil? 2005 Kilometer? Das könnt ihr glauben. Eine frische Jurke ist immer gut. Vitaminenjurke. GoPro ausschalten. So Freunde. Angekommen in Hohenneuendorf bei Berlin. Hier ist unser erstes Ziel. Ich weiß ja nicht, wie viele Kilometer wir jetzt hier fahren sind. Hier steht noch ein Stück Mauerteil im Ort. Ja, war nass, aber hat Spaß gemacht. Jetzt suchen wir erstmal das Hotel in Neuenhohendorf und dann. Ne, Hohenneuendorf, so rum. Nicht, Mensch, das Kind, nach Gottes Willen.